Hey Leute, ganz kurz vorab, bevor das Video startet. Ja, ich habe euch in dem Video alles Mögliche erklärt, was mein Fehler war und so. Ja, ganz grob zusammengefasst, ich habe alle 5 Minuten Java, Plattform SE Binary funktioniert nicht mehr oder so ähnlich. Ja, dann kann ich nur noch entweder die Möglichkeit zwischen Debuggen und Programm schließen, ändert aber alles nichts, das heißt, das Game schließt sich so oder so und das ist. Alle 5 Minuten. Das Höchste, was ich damit spielen konnte, waren wirklich 50 Minuten. Danach ist es abgestürzt. Das war das Allerallerhöchste. Und das war auch die Aufnahme. Ja, sonst konnte ich gar nicht damit spielen. Und das fuckt so ab. Ich kann kein Minecraft mehr vernünftig spielen. Ohne Spaß, es stürzt nur noch ab. Ich meine, ich möchte ja nicht immer, dass Minecraft alle 50 Minuten abstürzt. Und wenn ich dann in einer Bed Wars-Runde bin und dann stürzt die Scheiße ab. Das ist so mies. Und Leute, stellt euch mal vor, ich spiele jetzt irgendwie ESL oder so, was ich auch mal vorhab. Und dann stürzt es einfach ab. Das geht ja nicht, das Spiel kann ja nicht einfach immer abstürzen. Dann steht da auch immer Java-Plattform SE Binary und ja, ich habe ja gesagt, dass es vielleicht gefixt ist, aber es ist nicht so. Es ist nach der Aufnahme 5 Minuten später wieder abgestürzt. Warum? Warum? Also wäre wirklich gut, wenn ihr mir da ein paar Verbesserungsvorschläge einfügt. Ich habe ja im Video gesagt, Java neu installieren hat nichts geholfen, Minecraft neu installieren hat nichts geholfen. Minecraft ohne Mods oder nicht mit der Level Mod, sondern mit Optifine oder so hat auch nichts geholfen. Neuere Version hat nichts geholfen. Grafiktreiber neu installieren hat nichts geholfen. Alles Mögliche habe ich wirklich probiert. Wäre wirklich cool, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ich da machen kann, weil Leute, ich kann das Spiel so nicht spielen. Es fuckt so ab. Dann sage ich mal, wärme ich mich 20 Minuten auf, will dann was aufnehmen und habe dann Angst, dass es in der Aufnahme wieder crasht. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht immer Angst haben, dass das Game crasht, weil so kann ich ja nicht vernünftig aufnehmen. Das fuckt so übelst ab. Weil manchmal crasht es nach 5 Minuten, manchmal aber auch nach 20. Das ist, oder manchmal auch erst nach 50. Das ist unberechenbar. Das fuckt einfach so sehr ab. Bitte helft mir da, Leute. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie helfen, weil so kann ich kein Minecraft spielen und ich will ja gerne Videos raushauen. Es ist Wochenende, ich will zocken und es klappt nicht. Ja, das fuckt wirklich sehr, sehr ab. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ja, bitte schreibt da rein. Jetzt habe ich aber genug gelabert. Viel Spaß mit dem Video. Aber bitte, 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 wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, bitte schreibt es mir rein. Ja. Dann viel Spaß mit dem Video und ja, los geht's. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars. Auf dem gomade.net Server Map Floating Islands oder wie das ausgesprochen wird. Ich kann es nicht aussprechen. Ja. Es gab gute Gründe, warum ich keine Videos gemacht habe und das will ich gerne in diesem Video ansprechen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das Ganze gefixt ist. Momentan läuft es für 30 Minuten, aber ob das Ganze gefixt ist, weiß ich nicht. Weil ich wollte erst Videos machen, wenn das Ganze gefixt ist, aber jetzt habe ich es langsam leid. Jetzt will ich unbedingt ein Video machen. Und ja, ich hoffe mal, das Ganze ist gefixt, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, und ich werde euch das Ganze in diesem Video nochmal erzählen, wie das Ganze so abgelaufen ist. Und ja, dann werde ich mal gucken, ob das Ganze gefixt ist. Ihr könnt ja trotzdem nochmal Sachen reinschreiben, woran es vielleicht liegen könnte. Auch wenn es vielleicht schon gefixt ist. Und zwar geht es darum, dass mein Minecraft immer gecrashed ist. Nicht so ein normaler Crash, wo dann stand, ja, Report Crash, bla bla bla, im Launcher, wenn das Game abgestürzt ist. Sondern ein etwas anderer Crash, wo ich dann auch wirklich ein größeres Problem hatte, als nur, dass mein Minecraft eben abgestürzt ist. Nämlich ein Problem mit Java. Also ich habe eigentlich gar nichts verändert, habe eigentlich nur die neueste Version von Elevimod drauf gemacht. Man denkt sich ja nichts Böses. ja, und habe ich halt ganz normal drauf gemacht. Die neue Version 7.0 war das. Jetzt gibt es schon ein paar Update-Versionen in der letzten Zeit. Deswegen ist jetzt die 7.3 von Elevimod drauf. Vielleicht ist es dadurch gefixt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die 7.0 drauf gemacht, weil mir das halt angeboten wurde im Launcher. Beziehungsweise im Game, im Hauptmenü. Und ja, habe ich halt ganz normal drauf gemacht, habe mir nichts Böses gedacht. Habe damit dann ein paar Runden gezockt, alles locker easy. Ja, bis ich dann bemerke, mitten im Game steht da Java Plattform SE Binary oder so, funktioniert nicht mehr. Und ja, das habe ich halt, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen die Base zu beschützen. Das habe ich halt dann bemerkt, habe mir dann auch nichts Böses gedacht, habe dann einfach das Spiel neu gestartet. Ich denke, ein Crash denkt man sich ja nichts Böses. Ja, dann ist das Ganze aber nochmal passiert. Da habe ich gedacht, habe ich dann trotzdem nochmal neu gestartet, habe alles ausprobiert. Also habe alles nochmal neu gestartet. Ja.
Dann ging dritte ist das Ganze nochmal aufgetreten. Ja, und diesmal habe ich dann, glaube ich, nochmal probiert und irgendwann war es mir dann leid. Also es ist halt immer und immer wieder aufgetreten. Nach 5 Minuten oder so ist das Game gecrashed mit der Meldung, Java SE Binary funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es jetzt gefixt ist, wie schon gesagt. Könnt ihr ja trotzdem mal ein paar Sachen reinschreiben. Auf jeden Fall habe ich daraufhin dann Java gelöscht. Ich glaube, ich hatte die 64-Bit drauf. Ich habe auch einen 64-Bit-PC. Habe dann die gelöscht. Habe dann Java nochmal neu installiert. Ja, dann habe ich nochmal die 32-Bit dazu installiert. Das heißt, dann hatte ich 64-Bit und 32-Bit drauf. Habe ich dann halt nochmal dazu installiert. Und ja, dann ging es aber trotzdem immer noch nicht. Ich habe es halt wieder ein paar Mal probiert, aber ging immer noch nicht. Dann habe ich die 64-Bit gelöscht, sodass ich nur die 32-Bit drauf hatte. Ging auch nicht. Ja, und dann habe ich halt erstmal probiert, meinen Grafikkartentreiber zu deinstallieren und dann neu zu installieren. Das hat irgendwie auch nicht geklappt. Also ich habe es halt komplett neu installiert und so. Das ist auch alles erfolgreich abgelaufen. Alles klar, wie er sich da vercampt hat und um mich dann runterzuschlagen in der Ecke. Lächerlich. Ja. Habe ich dann halt nochmal neu installiert. Ging auch alles erfolgreich. Von Nvidia ist meine Grafikkarte. GeForce GTX 750 Ti oder so heißt die. Habe ich dann halt alles neu installiert. Aus dem Internet gedownloadet, den Treiber nochmal. Ja. Trotzdem ging es dann immer noch nicht. Wer hätte es erwartet? Sonst würde ich euch das Ganze natürlich nicht erzählen. Ja, da war es mir leid. Ich habe Minecraft mehrmals neu installiert. Habe den Punkt Minecraft Ordner auch immer gelöscht. Habe auch mal die normale Exe ausprobiert. Dann die Exe, die weiter unten auf der Seite steht. Das heißt, irgendwie, wenn ihr mit Windows Probleme habt, dann könnt ihr die alte Exe ausprobieren. Die habe ich momentan auch drin. Dann startet es halt direkt. Dann kommt halt so ein kleiner Quelltext, kann man das so sagen, bevor ihr das Spiel startet. Ja, den habe ich probiert. Dann habe ich die MSI probiert. Also den Launcher, wo man auch mit installieren, install draufklicken kann. Also der ist aus unserem Team. Also halt, wo man Minecraft richtig fest auf seinem PC hat als Programm, also die MSI halt, wo Java auch schon integriert war. Das heißt, da habe ich Java gelöscht. Komplett. Ging aber trotzdem noch nicht, weil ich dann dachte, vielleicht ist das mit dem integrierten Java von der MSI besser. Ja, ging aber trotzdem noch nicht. Ja, dann habe ich halt die normale Exe installiert, ging auch nicht. Also ich habe alle drei Minecraft-Versionen ausprobiert. Auch in der unterschiedlichen Mischung mit den unterschiedlichen Java-Versionen. Ich habe alles mögliche ausprobiert, was man halt mal ausprobieren kann in allen möglichen Variationen und so. Ja, ging alles trotzdem nicht. Ja, war auch natürlich ärgerlich, weil ich immer die Server neu hinzufügen musste. Irgendwann war ich dann leid und habe dann halt einfach nur oh mein Gott, ich habe das Bett bekommen, nice. Und hab dann halt einfach nur die server.data.drt oder .data-Datei rausgezogen und die dann später wieder reingezogen, weil ich nicht immer die Server wieder hinzufügen wollte. Ja. Auf jeden Fall habe ich das halt alles probiert, ging alles immer noch nicht. Ja, dann habe ich mal probiert, komplett ohne Optifine. Also ich hatte halt zu der Zeit die Levelmutter komplett deinstalliert. Und dann hab dann halt nur das probiert mit nur Optifine. Ging immer noch nicht. Auch genauso abgestürzt wie bei der Levy Mod. Dann habe ich es probiert mit normaler Version. Ich glaube, da ist es auch einmal abgestürzt. Da ist es nicht so häufig abgestürzt, aber es ist immerhin auch abgestürzt mit der gleichen Fehlermeldung. Und das genügt mir ja, weil ohne Optifine zu spielen ist schon ein bisschen laggy. Und ich bin halt so an dieses Ranzoom gewöhnt, ich kann schon kaum ohne Optifine spielen. ja. Das dazu, also es hat dann auch nicht funktioniert. Lol. Habe ich mir jetzt ehrlich 2 gekauft. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es dann auch nicht funktioniert. Und ja, dann habe ich halt die ganze Zeit weiter probiert. Habe in allen möglichen Internetforen probiert, gegoogelt, alle möglichen Tipps ausprobiert. Mehr RAM zugewiesen. Irgendwas in den Einstellungen von Minecraft verändert. Also in den Eigenschaften irgendwie die Kompatibilität verändert. Alles mögliche habe ich wirklich probiert, was im Internet stand. Ich habe mich auf 3 Seiten Google durchgeklickt und auf alle Seiten von 3 Seiten oder so geöffnet. Und nach 3 Seiten Google ist eh meistens Crap, also da muss man eigentlich schon kaum nachgucken. Ja, nice, den haben wir auch. Ja, muss man eigentlich schon kaum nachgucken nach 3 Seiten Google.
Der ist runtergefallen. Lol, warum hat er jetzt das Team verlassen? Ja, ich muss jetzt nur noch die Gegner töten, aber ich bin alleine im Team. Das ist halt die Scheiße. Deswegen, ich werde vielleicht mal ein bisschen gucken, ob ich die Base defen kann, weil dann kann ich auch ein wenig noch reden. Ja, hab dann halt alles Mögliche im Internet durchsucht, hab auch die Tipps ausgeführt. Das waren halt immer so kleinere Sachen. Hat alles auch nichts gebracht. Ja, dann habe ich halt jetzt nochmal komplett die 64-Bit installiert. Also ich habe momentan jetzt die 64-Bit drauf. Hab jetzt die 1.8.8. Ich habe auch zwischendurch immer die 1.8.9 probiert, ging aber trotzdem nicht. Hab dann jetzt hier die 1.8.8 drauf und habe jetzt einfach die neueste Labymod-Version installiert, weil mir ist aufgefallen, dass es jetzt seit gestern eine neue Labymod-Version gibt. Und vielleicht ist es ja mit dieser Labymod-Version gefixt, weil ihr seht hier oben im Changelog, der übrigens auch neu ist, den man jetzt hier übrigens nicht mehr sieht, und auch jetzt sehen wir OpenGL-Error fixed. Vielleicht war das mein Error. Das Problem ist, es kann eigentlich gar nicht sein, weil jetzt war schon das zu dritt. Ich glaube, da habe ich ehrlich gesagt keine Chance. Wenn die jetzt einen Bogen haben, dann... Ja, der am Bogen. Die könnten mich jetzt easy machen, weil die sind zu viert. Ich bin allein. Ich habe zwar mein Bett, aber... Wow, bringt das jetzt was? Ich meine, ich kann sie versuchen runterzukicken. Weil ich kann ja immer respawnen. Oh, scheiße. Ich kann ja immer respawnen. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Die sind ja echt zu viert. So, schnell respawnen. Okay, den habe ich getötet. Jetzt sind nur noch drei übrig. Den habe ich auch. Nice. Jetzt hoffe ich nur, dass ich schnell respawne. Bitte lass mich respawnen. So, okay, nice. Jetzt kann ich mich ein bisschen equippen, weil die anderen sich zurückgezogen haben. Zwei vom Team habe ich. Oder? Haben die sich zurückgezogen? Ja. Okay. Das war gut gemacht, muss ich sagen. Da muss ich mich auch mal einmal selbst loben. Dafür, dass ich jetzt alleine im Team war, gar nicht mal so schlecht. So. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es so gefixt ist. Ich habe jetzt Java 64-Bit drauf, glaube ich. Und habe jetzt immer diesen Control-Panel im Hintergrund offen. Ich weiß nicht, ob es das wirklich bringt, aber... So ist es zumindest jetzt noch kein einziges Mal abgestürzt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, dann habe ich jetzt halt die aktuelle Labymod-Version drauf. Mal gucken, ob das was bringt. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde jetzt auf jeden Fall eine Zeit lang immer das Control-Panel im Hintergrund offen lassen. Das heißt, ich habe halt jetzt das Java-Control-Panel im Hintergrund auf. Ich weiß nicht, ob es wirklich hilft. Aber ein Versuch ist es wert. Und ich dachte, da hinten gibt es Eisen. Deswegen bin ich da die ganze Zeit rumgestanden. Aber hier gibt es ja Eisen. Ich habe gerade irgendwie an diese Basen gedacht, wo alles aus einem Spawn kommt. Weil das ja auch so ähnlich aussieht. Aber, ne. So, eben das. Jetzt habe ich mir zwei gekauft. Wow. Das hier hin. So. Also wir brauchen im Prinzip nur zwei grüne und einen blauen zu killen. Ich weiß nicht, ich brauche die ja im Prinzip nur runterzuschmeißen. Wenn sie jetzt nicht gerade an meiner Base sind zu zweit, dann könnte ich mich ja theoretisch für eine immer opfern. Weil es bringt ja nichts. Ich habe ja mein Bett immer noch, ich kann ja immer noch respawnen. Bloß ich weiß halt eben nicht, wo der Typ sich hier verkämmt und ob er sich hier irgendwo verkämmt. Und wenn ich dann zur Mitte gehe, dass dann mein Bett weg ist. Dafür habe ich halt Angst. Das ist halt so die Sache. Ich kann mal gucken, ob ich mir vielleicht mal ein paar Sophias hole, weil die führen ja immer zu den Gegnern. Hier kann ich hier mal ein paar spawnen und gucken, ob die sich hier irgendwo aufhalten. Weil ich habe sie gerade echt nicht gesehen. Es kann sein, dass sie sich zurückgezogen haben. Es kann aber auch sein, dass sie hier echt noch irgendwo sind. Davor habe ich halt Angst, dass die halt mich dann irgendwie überraschen. Aber einer hat gelieft. Das ist zwar schade für mich jetzt so, weil ich hätte gerne noch versucht, eine gute Runde hinzukriegen, wo ich alleine bin. Das wäre dann so eine epische Runde. Aber ist eigentlich auch gut, weil... Das heißt, wir müssen nur noch zwei Leute killen. Zwar schade, dass sie alle gelieft sind, aber trotzdem ist es eigentlich eine ganz gute Runde, muss ich sagen. Ich habe ein Bett abgebaut, habe auch ein paar Leute gut gekillt, auch die ohne Bett haben. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, in der Mitte ist einer, ja, der hat einen Bogen, da ziehe ich mich mal schnell zurück. Ja, und der kämpft jetzt wahrscheinlich in der Mitte. Das wird jetzt vielleicht so ein Scheiß-Battle, was ich
zur Pest hasse, dass einer sich in der Mitte verkämmt und man so die ganze Zeit nichts machen kann. Und das eine halbe Stunde lang oder so, das hatte ich schon so oft. Das fuckt mich so ab. Ich hoffe, das ist nicht so ein Typ. Kommt er rüber? Ja, er kommt rüber. Das ist wenigstens etwas gut, dass er sich wirklich nicht nur in der Mitte kämpft. Er hat jetzt zwar einen Bogen und es könnte wirklich schwierig für mich werden. Hallo? Bitte scharf, bitte scharf. Ja, explodier dann doch wenigstens. Okay. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Fuck, 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 fuck. Ja. Scheiße. Aber ich war alleine, Leute. Ich nehme die Runde jetzt. Ich war alleine. Das ist so unfair gewesen, dass ich alleine war. Und ich habe trotzdem zwei Leute gekillt. Auch obwohl ich komplett alleine war. Also ich habe zwar, wo ich noch nicht alleine war, habe ich auch viele Leute gekillt. Aber als ich alleine war und die zu viert gerusht sind, habe ich trotzdem zwei davon bekommen. Mit ein paar Tricks. Das ist schon echt nice eigentlich die Runde. Ich habe jetzt leider verloren. Aber naja, man muss ja nicht immer Wins nehmen. Weil wenn ich jetzt immer Wins nehmen würde, dann würde ich ja sofort wissen, oh, der gewinnt jetzt, nice. Schau ich mir mal eben an. Oder scheiße, der gewinnt jetzt, ich weiß schon alles. Ja, und so wisst ihr eben nicht, ob ich gewinne oder ob ich nicht gewinne. Und ich denke, die Runde war spannend. Vor allem, als sie da zu viert in der Base gewascht sind. Das fand ich zumindest für meine Seite schon ziemlich spannend. Ich habe auch schon, auch wenn das jetzt wirklich nur so eine Runde ist und man die jederzeit neu machen kann, trotzdem ein bisschen Herzklopfen bekommen, muss ich sagen. Ja, also war schon ein bisschen Adrenalin dabei. Und ja, ich lief jetzt mal. Und hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt gefixt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bete einfach mal dafür. Ja, oder ich hoffe einfach mal dafür. Und ja, haut rein und ciao, Leute.